Hallo, der Marc von Business to Bean ist hier. Wenn ein Video so anfängt, dann heißt es immer, dass wir ein Piercing-Fail haben oder was mit ein bisschen vielleicht Alter oder Blut und auch ein bisschen was erklären und die Kunden nicht unbedingt gefilmt werden wollen. Und in dem Video, was ihr jetzt seht, ist es so. Da habe ich eine Kundin, die war gerade eben am Balkan Urlaub machen zur Erklärung. Die hat sich bei uns stechen lassen, beide Piercings. Die hat also zwei und dritte Ohrlöcher. Und was ist da passiert? Das Piercing haben wir im Juni gestochen. Wir haben schon den Schmuck einmal gewechselt, unten auf Chirurgenstahlherzchen und oben drüber Titanklickerringe. Und auf der einen Seite kam jetzt auf einmal ein riesen Abszess, also ein Fachbegriff für sie, eine riesen Beule, wie ein ganz großer Pickel. Und der ist schon fast so groß wie so ein Viertel Fingernagel ungefähr. Also so ein kleiner Finger meine ich, so ein richtiges Knuppel schon. Und es kam mitten im Urlaub und auf der anderen Seite kam ein Wildfleisch. Und sie wusste jetzt nicht genau, was es ist. Und ich habe gesagt, Mensch, ich möchte es gerne filmen, weil man sieht hier sehr schön bei einer Kundin, was ist der Unterschied zwischen einem Wildfleisch und was ist ein eitriger Abszess? Und wie geht man mit beiden Sachen um? Und das werdet ihr alles in dem Video sehen. Auch welche Produkte ihr verwenden sollt. Ganz klassisch bei sowas ist Prontolin Spray und Gel. Das sage ich euch in jedem Video dazu. Das gibt ihr übrigens in dem Shop. Das ist antibakteriell zum Desinfizieren und Reinigen. Und das Gel ist einfach nochmal da von der Formel, zieht es besser ein, geht den Stichkanal, verhaftet auch besser auf der Stelle. Das bei sowas, bei so einer Geschichte werde ich mir die zwei Produkte nehmen. Wichtig ist natürlich, dass man das dabei hat, weil die war jetzt im Balkan im Urlaub und natürlich hat die das nicht automatisch dabei, die Kundin schon, weil die war schlau und war bei mir und ich sage immer, nimm dir so Zeug mit, wenn du ein Piercing hast oder 2 oder 3 oder 4, gehört das in die Reiseapotheke, dass wenn ich so einen Notfall habe, dass ich dann auch damit umgehen kann. Die hat dann einfach damit gesprüht, das war auch gut, Gel hat sie nicht gehabt, aber schon mal besser als nichts. Und jetzt könnten natürlich viele sagen, ja gut, vielleicht liegt es am Schwimmen gehen und sonst, das war bei der nicht mehr der Fall, die war gar nicht im Wasser damit. Die hat geduscht da unten, jetzt kann man sagen, gut, da unten ist vielleicht das Wasser nicht so toll, da habe ich Chlorwasser drin, aber deswegen kommt es nicht. Letztlich kommt sowas einfach durch höhere Gewalt, das ist wie wenn ich jetzt, Fahrradleihe und damit auf die Schnauze fliege oder wenn ich, barfuß am Sand laufe und trete in eine Scherbe rein, das ist einfach Pech oder ich falle die Treppe runter, knicks meinen Fuß im Urlaub um, gibt ja 1000 Sachen, die passieren können und genauso gut kann ich Magen-Darm-Infekt kriegen, Hals, Husten oder von der Klimaanlage einen Zug oder eben mein Piercing entzündet sich. Und deswegen muss man die Sachen dabei haben, so die kleine Hausapotheke. Wenn ihr jetzt ein Video schaut und so ein Problem habt und irgendwo seid, wo ihr nicht wissen sollt, was ihr tut, nicht einfach aufdrücken oder die Stelle kaputt machen, sondern da muss man wirklich solche Abszesse muss man vorsichtig öffnen. Oft muss man auch vorher punktieren, dass man quasi das öffnet, um dem Eiter eine Abflussmöglichkeit zu geben. Wenn ich sonst einfach drücke wie ein Ochse, dann kann es ein Batsch, mir zerfetzt das halbe Geschwür hinten, den Abszess, ich mache Gewebe kaputt und ich blute dann wie ein Schwein und habe natürlich auch eine offene Wunde, wo natürlich viele Bakterien reinkommen. Also das sollte jemand machen, der sich auskennt, ein Arzt oder ein guter Piercer kann das immer machen und dann muss man sich auch die Wunde nachbehandeln. Also im Urlaub ist es besser, man lässt es wie es ist. Man nimmt sich Prontolin Spray und Gel mit, verwendet es dann zum Pflegen. Wildfleisch im Urlaub ignoriert man einfach, da geht man daheim zum Piercer. Aber wenn so ein Abszess ist mit Eiter, hygienisch sein, desinfizieren, dann nicht mehr schwimmen gehen, ist klar. Und gucken, dass es Hygiene ist. Lasst euch da nicht unbedingt Antibiotikum aufschreiben zum Schlucken. Wenn ich eine antibiotische Salbe habe oder ein Arzt einem das im Urlaub gibt, ist es okay. Äußere Sachen werden äußerlich behandelt. Das heißt, Antibiotikum zum Einnehmen wirkt systematisch. Das heißt, ich habe Mandelentzündung oder einen Darminfekt, einen bakteriellen, dann nehme ich ein Antibiotikum systematisch, um im Organismus zu wirken. Ein äußerer Abszess oder ein Eiterherd, eine Infektion, eine bakterielle behandle ich auch äußerlich. Außer es ist wirklich so, dass ich sage, ich habe es, nehme ich jetzt das am Hals und will die Angst haben, dass ich eine Sepsis kriege, dass das quasi eine Blutvergiftung wird. Vergesst es wieder, das ist unmöglich, sowas hinzukriegen. Also da muss ich in Indien irgendwie, keine Ahnung, am Ganges, wo das, glaube ich, der schlimmste, schmutzigste Fluss der Welt ist, mich stechen lassen bei einem Studio, der da wahrscheinlich irgendwie im Feuer seine Piercings brät und die noch selber schnitzt und dann nicht mit einer Nadel, sondern mit einem Holzstab durchbohrt, das er vorher noch bei seinem Onkel genommen hat und dann gehe ich danach schwimmen, da im Ganges, weil es so schön ist und dann fasse ich mir noch 50 Mal am Tag hin und laufe am besten noch 30 Kilometer durch die Wüste zu Fuß. Dann kann ich jetzt rein theoretisch so ein Abszess kriegen, bakteriell, und bin auch ausgerutscht und einmal in die Scheiße geflogen. Dann ist das möglich, eine Sepsis sich wirklich anzudenken. Aber selbst dann würde ich natürlich spätestens ins Krankenhaus gehen oder nach Hause fliegen, nach Österreich und mich behandeln lassen. Also nochmal, so eine Sepsis ist fast unmöglich. Da müsst ihr nicht Angst haben, dass ihr sterben könnt. Das muss ein Arzt einmal abklären. Aber im Regelfall bin ich kein Freund davon, wenn die Kunden Antibiotikum schmeißen müssen,
weil Ärzte meinen, das ist gut. Da muss ich als Kunde, deswegen sage ich euch so ein Video, nicht weil ich sagen will, dass ich das besser weiß als ein Arzt, aber ihr müsst selber auch ein bisschen was wissen. Wenn ich jetzt sowas weiß, dann kann ich, wenn ein Arzt sagt, ja, nimmst du Antibiotika, schreib mal auf, sagst ja, Salbe oder Tabletten, Herr Doktor. Und wenn er dann sagt, Tabletten, dann sagst du, ich habe mal gehört, dass man äußere Sachen nicht mit Tabletten behandeln kann, weil die sind ja systematisch, die wirken ja im ganzen Körper sich mit Wirkstoffgruppen ein bisschen verteilt, auch Breitspektrum Antibiotikum. Ist es nicht besser, eine Salbe zu nehmen? Dann kann er sagen, dass er, oh, ich hab's recht, jo, machen wir was an. Dann habt ihr gewonnen. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch nochmal eine zweite Meinung holen. Ich habe auch Ärzte, die machen beides, geben beides mit. Auch da würde ich immer erst mit der Salbe starten, bevor ich mir eins schmeiße. Ja? Wie gesagt, ich nehme gerne Tabletten, bin für klassische Schulmedizin, aber man muss schon abwägen, wann nehme ich wirklich was und wegen was nehme ich was. Raustun, übrigens noch, ist kein wirkliches Thema. Warum? Ich nehme das raus, ich habe einen Abszess, wo Eiter drin ist und dieser Eiterherd ist da, die Bakterien sind da. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich das raustue, ist es immer noch da. Meistens ist auch wie bei der Kundin gar nicht beim Piercing direkt, sondern es ist nebendran und dann bildet sich das nebendran. Das heißt, im Endeffekt ist es so, ich tue es raus, ich habe im Zweifel oft noch, dass das Piercing dann verkapselt, zugeht, vorne, hinten. Dann ist der Abszess vielleicht noch größer, aber das kommt sogar noch weiter. Deswegen würde ich das immer offen lassen, die Wunde, das Piercing drin lassen und sich dann im Studio entfernen lassen. Weil wenn, außer natürlich Notfall noch ein Thema, du bist jetzt im Urlaub, kaufst dir dann Schmuck am Strand, ja, die Typen, die sagen, hey, wenn du mal einen Piercing-Schmuck guckst, du kannst du kaufen, hier habe ich da, mach ich gleich rein. Dann machst du das rein, es ist Gold, sagt er, das ist echt Gold. Du machst es rein und nach zwei Tagen kriegst du so ein Ohr. Dann ist es zu 1000% fix der Hintergrund, du hast einen Schmuck, der eben kein Gold war, der billigster Modeschmuck, Krempel war, nickelhaltig, nicht hygienisch, dann habe ich die Antwort. Dann habe ich aber auch mein Piercing im Urlaub dabei, weil das habe ich ja vorher rausgenommen, ja, hoffentlich nicht weggeschmissen, oder ich habe ein Ersatzpiercing dabei für sowas. Und dann desinfiziere ich mir das, mein Ohr, mein Piercing, mache das rein, dann habe ich wieder Frieden. Das ist aber eine Ausnahme, wo ich sage, da weiß ich wirklich, ich habe Scheiße gebaut, habe irgendwas gekauft oder reingetan, wo ich hätte nicht sollen. Dann sofort reagieren, raustun, das lasse ich nicht drin. Aber wenn ihr mit einem Schmuck in Urlaub fahrt und der sich im Urlaub entzündet, immer drin lassen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen, das ist noch so nach der Urlaubssaison, ist ja immer irgendwie Urlaub, hat immer jemand. Also jetzt genug Quatsch, schau mir das Video an. Das wird ein bisschen blutig, ein bisschen eitrig. Ihr seht schon den Unterschied Wildfleisch, Abszess. Ich finde es cool, viel Spaß dabei und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Ihr werdet auch die Kunde nicht sehen, aus Respekt vor der Privatsphäre von ihr. Sie hat gesagt, es ist egal, aber sie möchte es nicht unbedingt plakativ designen. Die sagt, hier, ich habe den eitrigen Abszess am Ohr gehabt. Also, viel Spaß damit, los geht's, ab die Post. So, der Marc von Piercing Stuvini ist hier, du lässt den Kopf so wie es ist. Und wir haben hier ein entzündetes Ohr. Und ich darf ein Video machen. Und die Frage war nämlich, ich erkläre kurz die Geschichte, die liebe Kundin war bei mir stechen irgendwann, ne? Und wir haben es auch schon gewechselt auf Ringe und dann warst du jetzt eine Balkan-Rundreise machen, ne? Und ja, letztlich ist es so passiert, dass auf einmal das dann angefangen hat anzuschwellen und auch weh zu tun. Und jetzt war die Frage im Urlaub, was ist das jetzt eigentlich? Ist das jetzt Wildfleisch oder was ist da Sache? Auf der anderen Seite drüben haben wir Wildfleisch, das werde ich euch gleich nochmal einen Unterschied zeigen. Und hier sieht man einfach, dass es, wenn ich ein bisschen rumdrücken muss, dass es einfach geschwollen ist und auch sehr dick ist. Und das ist natürlich kein Wildfleischbild, sondern das ist typisch Zeichen für einen eitrigen Abszess. Da kamen Bakterien rein, du bleibst bitte so liegen, bewegst dich nicht und da kamen Bakterien rein. Und das Ganze hat sich jetzt einfach entzündet, bakteriell. Und da braucht man da ein bisschen Geduld. Und das müssen wir jetzt quasi mal aufmachen kurz, damit das wieder rauskommt. Und auch, dass das wieder, sagen wir mal, Luft kriegt. Ich habe den Ring schon rausgemacht, ich sage es nur fürs Video, weil ein Ring natürlich bei sowas nicht wirklich hilft von der Heilung, da wollen wir wirklich was haben, was jetzt gerade ist, ein Titanstecker, gerade auch überhaupt ein Mittel ist, wo gar kein Nickel drin ist, kein Chirurgenstein, kein Gold, ich hätte alles rausgemacht, deswegen gibt es nur Basics, also nur Titan, um das quasi loszuwerden. So, jetzt mache ich das mal kurz. Nein, es wird einmal kurz pieksen, wenn du den Pickler ausdrückst. Dann sollte uns da echt der ganze was rausgehen. Wenn man sowas hat im Urlaub, dann ist es das Beste, man macht da gar nicht viel rum. Geht's? Man macht da gar nicht viel rum, sondern, das ist gar nicht angenehm, auch nicht viel drücken. Also wenn man da jetzt selber im Urlaub rumdrückt und alles, dann wird es meistens noch schlimmer.
Da darf man nicht zu viel drücken. Weil nicht alles, was jetzt geschwollen ist bei dir. Ja. Nicht alles, was jetzt geschwollen ist. Ja, das ist super angenehm, gell? Ja. Nicht, was jetzt alles geschwollen sitzt, immer alles eitler. Man muss es wirklich ganz vorsichtig abtasten, wo die Eiterherde sind. Und wenn es dann mit Bluten anfängt, dann weiß man, dass der Eiter draußen ist. Und jetzt lässt man das auch schon wieder in Ruhe. Weil natürlich gibt es auch Leute, die würden jetzt denken, naja, da drücke ich jetzt mal richtig drauf, bis das alles draußen ist, aber das wird deswegen nicht dünner. Das heißt, es schwillt jetzt auch nicht von jetzt auf nachher ab, sondern das ist so mit Maß und Verstand. Also lieber lasst euch das bei einem Arzt oder bei einem Piercer machen, der sich auskennt, weiß, wie viel er drücken muss und wie stark und wo vor allem auch das vorher punktiert, dass man nämlich den heiteren Ausgang schafft und sich gar nicht davon reingestochen mit der Lanzette. Super. Karte geblieben, ein Ring, Stecker raus, voll. Das kommt auch vor. Und jetzt zum also Folgeverlauf, was du jetzt machen solltest, ist natürlich Hygiene walten lassen. Das heißt, das Piercing jetzt die nächsten Tage mit dem Titanstab lassen. Tage ist gut gesagt eher so 2-3 Wochen. Kontrollieren lassen, ob es besser wird. Wenn du merkst, es wird wirklich besser, du brauchst nicht mehr kommen, dann kann ich nicht, das siehst du selber auch im Spiegel, aber sonst kommst du nochmal zur Not und machst es her. Dann kontrollieren wir das nochmal. Der Stab wird dann irgendwann natürlich zu lang sein, weil jetzt am Anfang nehme ich jetzt einen längeren Stab, um die Schwellung abzufangen. Und in ein paar Wochen brauchst du natürlich einen kürzeren Stab. Also sonst bleibst du mit einem langen Stab, wie ich gerade eben, an den Haaren hängen und dann bleibst du vorne jetzt kein Verschluss drauf, deswegen ist es ein bisschen rausgeflogen. Wenn es mit jeder blöd läuft, dann ist es so, dass du am Schluss dann wieder wehtust und die nächste Entzündung züchtest. Geht's? Tut ein bisschen weh, ja. Das Problem ist, wenn sowas ist, dass auch die Hautschichten verlegen sind. Das heißt, es ist nicht mehr der Stichkanal nicht mehr so, der geht natürlich, die Schwellung ist dann so gebogen und schief und krumm und deswegen tut es reinmachen in der Weg. Aber letztlich hast du zum Glück alles richtig gemacht im Urlaub. Du hast nicht viel unternommen. Hast du Spray dabei gehabt von dir? Ja. Zum Glück, perfekt. Und dann kann man es damit behandeln, antibakteriell, das kauft man sich irgendein Desinfektionsspray. Im Zweifel ist bei sowas ganz egal, wie es heißt, aber ins Fernsehen ist besser als nichts. Weil desinfizieren schadet bei sowas nie. Und dann muss man, wenn man reinkommt, so schnell wie möglich zum Piercer gehen. So, jetzt gehe ich mal kurz auf die andere Seite rüber, sodass man dann dich nicht sieht. Und dann werden wir mal die andere Seite zeigen, wo jetzt das Wildfleisch ist, dass man den Unterschied auch mal sieht. So, ich mache mal hier auf Pause. So, da sehen wir jetzt das zweite Ohr, das andere. Ich wollte es auch gerade mal sagen, es hat nichts damit zu tun, dass man zu blöd war und irgendwie nicht aufmerksam genug. Das ist einfach Pech, genauso wie ich einen Schnupfen und Magen-Darm-Infekt oder Husten kriegen kann, kann ich natürlich auch im Urlaub mir so eine Sache einfangen. Und hier auf der anderen Seite sehen wir Wildfleisch. Sie hatte drüben genau den gleichen Ring drin, den habe ich schon rausgenommen. Jetzt haben wir hier unten im unteren aber ein bisschen Wildfleisch. Und beim Wildfleisch sieht man das, das sieht anders aus. Da sieht man diesen leicht rötlichen Bereich, wo es so ein bisschen nässt und so ein bisschen offen ist und auch so ein bisschen geschwollenes Erhaben ist. Das ist typisch für ein Wildfleisch, eine hypertrophe Narbenbildung, das hast du eh schon mal gehabt, ne? Keine Angst, irgendwann ist es mal weg. Es gibt natürlich Kunden, die kriegen das leider 2-3 Mal in ihrem Piercing-Leben und die Kunden, die haben es nie. Auch da ist es sehr oft eine körperliche Veranlagung. Also manche Ohren oder Körperstellen ziehen das quasi magisch an bei manchen Kunden und andere wiederum sagen sich Wildfleisch, keine Ahnung, was es ist, kann man das essen? So nach dem Motto, weil das, also letztens war die Kunde, die hat gesagt, sie hat Wildschwein hinterm Ohr. Hat sich versprochen, dass die so machen. Sag ich, naja, Wildschwein hinterm Ohr, das ist ja echt süß. Ja. Deswegen die Frage, ob man das auch essen kann. Ja. Also, und bei Wildfleisch wollen wir jetzt natürlich so eine Disk dazu rein. Gucken, ob die Stablinge passt, das passt aber. Den Stecker, den du gerade drin hattest, das war ja dieser mit diesem kleinen Herz, glaube ich. Genau. Da ist natürlich ein Hauchchirurgenstall drin, deswegen sind Nickel drin, also ein Chirurgenstall, bisschen ist. Deswegen habe ich jetzt auch gleich gesagt, müssen wir die Kante rein tun. Den hebst du einfach auf, der ist okay, den können wir wieder nehmen. Den Ring, den anderen bei den Eitrigen, da haben wir gesagt, den schmeißen wir ohne dann einfach weg, weil die Bakterien da rauszukriegen mühsam und es dann eher fahrlässig, so einen Schmuck drin zu lassen. Das war's in Kuba. Also das passt vom Anliegen auch nicht zu eng, zu weit. Wildfisch ist schon eher Anliegen, dass es
doch einen sanften Druck drauf gibt, diese Kompressionstherapie funktionieren kann. Ja, das wird sehr schnell weg sein. Was du kurz machst, bleib mal so liegen, erklär es mal ganz kurz. Was man jetzt macht, ist bei sowas, dass man das bisschen zweimal am Tag reinigt mit Kondolin, Spray und Gel, pflegt, reinigt und dann ist das wieder recht schnell im Griff. Und von uns kriegst du auch die Glykogen, damit dass du ein bisschen schneller auf die Beine kommst. Ja? Haare färben wir jetzt nicht die nächsten drei Wochen. Duschen, Haare waschen, Sport normal. Und natürlich Dampfbad, Sauna so lange meiden. Ja? Und was man sagen muss, du warst nicht mehr im Wasser dabei, du bist nicht mehr schwimmen gegangen, sondern es kam einfach, wie gesagt, rein so bakteriell, vielleicht auch durch die Wasserqualität beim Duschen. Aber nochmal, falsch oder richtig machen kann man da nichts. Das ist einfach Pech, genauso wie man beim Fahrradfahren, wenn man ins Ausleitungskübel auf die Fresse fliegen kann oder eben auch nicht. Ja? Hat damit nichts zu tun. Danke fürs Filmen, du wirst bald wieder gesund sein. Ja? Ohren kann man dran lassen, ich schalte hiermit ab und das war's.